Mit einem Vermögen von über 72 Milliarden US-Dollar ist er seit 2013 wieder der reichste Mensch auf der Welt. Er hat über 28 Milliarden US-Dollar mit seiner Frau an seine eigene Stiftung gespendet. Er hat die berühmteste Software der Welt entwickelt, nämlich Microsoft. Es geht um den Milliardär Bill Gates und hier sind die 7 Dinge, die ich von ihm gelernt habe. Erstens, habe ein starkes Durchhaltevermögen. In einem seiner Interviews spricht Bill Gates darüber, dass es sehr, sehr hart war am Anfang, als er sein Unternehmen aufgebaut hat. Und zwar aufgrund dessen, dass er angefangen hat, Freunde von sich einzustellen und plötzlich für diese Freunde aufkommen musste. Das heißt also, er war dafür verantwortlich, dass diese Freunde ihr Geld bekamen. Und das ist eine ganz andere Verantwortung als, sag ich mal, als alleiniger Unternehmer oder als alleiniger Selbstständiger eher, der sein Business aufbaut und im Prinzip immer nur für sich selbst arbeitet. Ja, sobald du also anfängst, Mitarbeiter einzustellen, hast du eine ganz andere Verantwortung und das ist auch meine Erfahrung und darüber spricht Bill Gates in einem seiner ersten Interviews, dass man eben ein starkes Durchhaltevermögen braucht, in der Anfangszeit besonders. Er spricht darüber, dass es, dass es eben auch für ihn schwieriger war, ältere Leute einzustellen, weil diese eine gewisse Sicherheit bräuchten und so weiter und dass er eben viel, viel später erst in der Lage war dazu, ältere Leute einzustellen, also einfach aufgrund des Risikos. Und er spricht eben davon, dass man in der Anfangszeit, wenn man ein Unternehmen gründet, ein starkes Durchhaltevermögen benötigt. Zweitens, gehe deinen eigenen Weg. Ja, Bill Gates war auf der Harvard University, also die berühmteste Universität auf der ganzen Welt, und dort wird er bis heute Harvard's Most Successful Dropout genannt, was auf Deutsch so viel heißt wie Harvard's erfolgreichster Schulabgänger bzw. Uniabgänger. Ja, also jemand, der wirklich, bevor er den Abschluss hatte, runtergegangen ist und als erfolgreichster überhaupt das Ganze beendet hat. Und damit will er im Prinzip sagen, beziehungsweise ist das meine Interpretation davon, dass man seinen eigenen Weg gehen sollte, dass man sich nicht immer auf den normalen Weg der Gesellschaft verlassen sollte. Das ist eben auch bei mir die Erfahrung. Wie gesagt, ich war früher Fließbandarbeiter, heute habe ich mir ein großes Business aufgebaut und auch das ist ein ungewöhnlicher Weg. Ich möchte aber dazu sagen, weil ich eben weiß, dass viele jüngere Leute dieses Video sehen, dass man immer einen Plan B haben sollte, ja, also immer einen zweiten Plan haben sollte. Das heißt also, wenn man sagt, okay, ich verlasse mich nicht auf die Uni, beziehungsweise ich möchte mein eigenes Unternehmen aufbauen oder wie auch immer, dann sollte man nie sagen, okay, ich mache nur das, ich konzentriere mich nur darauf. Ja, natürlich, du musst Fokus darauf verwenden, aber auf derselben Seite solltest du einen Plan B haben und erst dann sozusagen die Sicherheit aufgeben oder den Plan B aufgeben, wenn du wirklich mit der ersten Sache auf sehr, sehr sicheren Beinen stehst, könnte man sagen, ja. Aber nichtsdestotrotz ist die zweite Sache, die ich von Bill Gates gelernt habe, geh deinen eigenen Weg, lass dir nicht den normalen Weg der Gesellschaft vorschreiben, denn dieser ist nicht immer falsch, aber auch nicht immer richtig. Drittens, arbeite hart für deine Ziele. Ja, Bill Gates spricht auch davon, dass er sehr, sehr viel arbeitet, immer eigentlich, dass er abends, wenn seine Kinder im Bett sind, E-Mails beantwortet, dass er eigentlich den ganzen Tag über viele E-Mails beantwortet, dass er sich im Jahr nur 2 Wochen Auszeit gönnt, was ich sehr, sehr krass finde, aber es ist eben ein wirklicher Workaholic, ja. Und ich persönlich glaube auch nicht daran, dass du ein Business aufbauen kannst, beziehungsweise man muss dazu sagen, dass Bill Gates das zu einem Zeitpunkt gesagt hat, als er schon sehr, sehr reich war. Das heißt also, selbst dann hat er noch sehr, sehr fokussiert an seinen Zielen gearbeitet, was für mich so viel heißt, wie selbst wenn ich irgendwann mal meine Ziele erreicht habe, die ich noch lange nicht erreicht habe, ja, ich möchte einen 8-stelligen Betrag auf meinem Konto haben, nicht damit ich glücklicher werde, aber einfach, weil es ein Ziel für mich ist, weil es eine Sache ist, an die ich mich festhalte, finanziell in meinem Business und an die ich glaube. Und selbst wenn ich dieses Ziel erreicht habe, weiß ich jetzt schon, dass ich niemals komplett aufhören werde zu arbeiten. Ja? Ich werde vielleicht nicht so viel machen wie Bill Gates, aber immerhin werde ich viel machen. Und Bill Gates sagt eben wirklich, dass er sich im Jahr 2 Wochen Auszeit nimmt, um wirklich zu lesen und um nachzudenken und wirklich sonst die ganze Zeit am Traveln ist, die ganze Zeit am Rotieren ist. Er hat jetzt 2008, meine ich, hat er gesagt, dass er aufhört, bei Microsoft zu arbeiten, aber bis dahin war er ein echter Workaholic und hat immer hart für seine Ziele gearbeitet. Viertens, sei ein Visionär. Ja, Bill Gates hat am Anfang oder vor vielen Jahren mal einen Werbespot gedreht, in dem er sozusagen Microsoft vorgestellt hat, beziehungsweise Windows vorgestellt hat, eher gesagt. Und der Werbespot ist sehr, sehr lustig, kann man auch bei YouTube noch finden. Und da spricht er eben davon, dass er die Zukunft
erfunden hat. Da spricht er eben von der Anfangszeit von Windows davon, dass Windows jetzt extrem groß geworden ist, dass viele Firmen Windows nutzen und dass Windows die Zukunft ist. Und jetzt viele Jahre später ist es genauso eingetroffen. Und es ist nur so, weil Bill Gates von Anfang an eine Vision hatte. Er war ein Visionär und ich glaube auch, dass wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du eine Vision haben von den Dingen, an die du glaubst und von den Dingen, die du in deinem Leben erreichen willst. Fünftens, habe ein Inner Circle, den du um Rat fragen kannst. Bill Gates spricht davon, dass er immer einen kleinen Kreis von Personen hatte, die er um Rat beten konnte, wenn er sozusagen Hilfe benötigt hat. Das heißt also, für spezifische kleine Fragen hat er immer einen Inner Circle gehabt, also einen kleinen Kreis von Personen, die er um Hilfe beten konnte. Und genau das hat er getan. Er hat also immer seinen Inner Circle gehabt und für verschiedenste Lebenssituationen wahrscheinlich auch, also spricht er natürlich nur vom Business, aber aus dem Privaten weiß ich, dass du wirklich einen Kreis, oder so ist es auch bei mir, dass du einen kleinen Kreis von Leuten haben solltest, die du wirklich um Hilfe fragen kannst, wenn es um spezifische Dinge geht. Das können ganz verschiedene Dinge sein, ja, wie zum Beispiel Businessfragen, familiäre Fragen, vielleicht Fitnessfragen und so weiter. Aber immer einen kleinen Kreis zu haben, ist eine wunderbare Sache, weil so kannst du dir immer eine zweite Meinung einholen und kannst dir einfach auch mal Dinge von der Seele reden. Sechstens, stelle nur A-Mitarbeiter ein. Ja, was ist ein A-Mitarbeiter? Jeder Unternehmer weiß es. Ein Mitarbeiter, der wirklich exzellent ist, der die anderen Leute im Unternehmen pusht, der wirklich selbst engagiert arbeitet, der eine Passion hat bei der Sache. Und das Verrückte ist, das liest man wirklich immer wieder heraus, wenn man sich Unternehmerinterviews anguckt. Und das sagt eben auch Bill Gates. Ja? Bill Gates sagt, du brauchst wirklich Leute, denen du vertrauen kannst, Leute, die 100% committed sind, Leute, die die Sachen durchziehen und Leute, die wirklich ja, exzellente Mitarbeiter sind. Und exzellente Mitarbeiter sind Mitarbeiter, die kein 9-to-5-Denken haben, sondern Leute, die wirklich eine Passion haben, die größere Kompetenzen haben als du selbst und die dir wirklich Arbeit abnehmen und dein Unternehmen zu etwas Wundervollem, viel, viel Größeren machen, als du es selbst alleine jemals hinbekommen hättest. Siebtens, schiebe Dinge niemals bis zur letzten Minute auf. Ja, das ist auch eine Sache, die mir sehr, sehr oft widerfährt, beziehungsweise an der ich immer noch zu kämpfen habe oder mit der ich immer noch zu kämpfen habe, nämlich Dinge bis zur letzten Minute aufzuschieben. Bill Gates hat gesagt, dass er, als er in der Uni war, immer seine Tests beziehungsweise Klausuren bis zum Ende aufgeschoben hat und dann am Ende nochmal Gas gegeben hat, aber wirklich immer bis zur letzten Minute gewartet hat. Und als er dann sein Business aufgebaut hat, war es plötzlich so, dass er extreme Probleme dadurch bekommen hat, ja, weil er eben die Dinge so lange aufgeschoben hat. Weil im Business ist es eine sehr, 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 sehr schlechte Eigenschaft, Dinge bis zum Ende aufzuschieben, weil du musst im Voraus arbeiten. Wenn du wirklich größer wirst mit deinem Business und wächst und wächst und wächst und nicht im Voraus arbeitest, dann fällt dir irgendwann das Kartenhaus auf den Kopf zusammen. Und deswegen sagt Bill Gates also wirklich, dass er in der Uni war und dass er immer so gehandelt hat und dann, wo er plötzlich sein Business hatte, war das eine tödliche Eigenschaft für ihn. Ja? Das heißt also, schiebe Dinge niemals bis zur letzten Minute auf, sondern arbeite im Voraus, gerade wenn du ein Unternehmer bist. Okay, das waren die 7 Dinge, die ich von Bill Gates gelernt habe. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, tu mir einen Gefallen, gib dem Video einen Daumen hoch bzw. like das Video, schreib mir deinen Kommentar hier unter und ganz wichtig, wenn du in Zukunft weitere solcher Videos haben willst, dann abonniere meinen YouTube-Channel bzw. like meine Facebook-Page und du bekommst automatisch weitere solcher Videos kostenlos von mir zugesendet bzw. ausgespielt. Ja? Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wie gesagt, nicht vergessen zu liken, schreib mir einen Kommentar und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles, alles Gute. Ciao.